Genau, es geht auch gleich weiter. Ich habe mich leider um 20 cm bewegt. Ich hoffe, dass ich das nicht allzu sehr verwirrt. Ha, ich bin schneller als diese Dinge. Ja. Yeah. Okay, wie ihr seht, sind wir jetzt durch die Pilze. Ihr könnt sie aber auch ganz einfach mit diesem Kot ansaugen, was ich wieder nicht cool finde. Ah, genau. So. Was willst du eigentlich von diesen Pilzen? Ne? Nein! Gewalt! Na und? Ist schlecht, du kannst es nicht. Du haust dich immer zu weit mit diesem Krug. Kann ich mal mit dem Staubsauger umgehen? Zu kurz! Bisschen satt. Ist zu weit! Okay, ja genau, jetzt haben wir den großen Dungeon-Schlüssel erhalten und können damit... Erstmal voll wieder ins Wasser laufen. Genau, jetzt haben wir das rote Portal freigeschalten und können uns damit zum Anfang des Dungeons teleportieren lassen. Das Blaue müsste ich auch mal holen. Ja, holen wir mal noch schnell das Blaue. Es gibt nämlich zwei Portale. Du läufst wirklich in jeden Gegner rein, kann das sein? Ja, voll. Erst ins Wasser und dann in eine Schnecke. Na und? Mann, Junge. Okay, das war ein gerade ziemlicher Grafikbug, egal. So. Irgendwo müsste es jetzt nicht lang gehen. Ich denke mal. Ach, scheiße. Ja. Felswand. Achso. Ah, das ist nicht. Wir machen das einfach so. Ja. Machen wir es einfach so. Ins Wasser. Nein, das meint. Alter, wenn Wasser Leben ziehen würde. Spielst das Spiel, hast das Spiel schon durchgespielt und du läufst immer noch ins Wasser rein. Alter. Deiner Haut möchte ich nicht stecken. Ja, wir schießen uns jetzt hier einfach mit diesem Pilz hier ran. Genau. Was relativ schnell geht. Und jetzt habe ich ein Problem. Ah, verdammt. Ja. Na, klappt wohl nicht ganz. Lass uns nochmal ganz zurücklaufen. Denk nach, bevor du machst, was du tust. Zelda ist so dämlich, man muss denken. Das ist Link. Nein, ich meine das Spiel. Achso. Das ist immer so dumm, diese scheiß Zelda und Link-Tour. Ich dachte wirklich immer, Zelda wäre der Junge. Zelda und Link, also Zelda klingt irgendwie gar nicht wie Mädchen, klingt eher wie Junge, finde ich. Ich denke mal, dein Name ist doch einmalig. Verdammt, ich hoffe, ich hab nicht... Ich... Okay, genau. Einfach hier rüber. Nein, nicht einfach darüber. Wir holen jetzt noch die Kiste. Dann müssen wir hier lang. Warum bist du dann da hochgelaufen? Weil ich so gepennt hab. Mach die einfach so. Okay. Ich dachte aber, was wichtig ist. Ah, jetzt kapiere ich, warum du so hochgelaufen bist. Ich muss nur mal kurz gucken, ob sich das Fass zurücksetzt, weil ich müsste eigentlich noch was holen. Da gibt's noch ein ganzes Teil. Guck mal nach dem Leben, das du noch. Ach ja, okay, da. Okay, in den Kisten am Anfang eines Dungeons findet man, oder in den Töpfen, findet man immer Leben. Immer? Ja. Ja, dann mach das mal. Such mal in diesem Krügen dort hinten Leben. Nee, wir rennen jetzt erstmal schnell zum nächsten. Nein, die Kiste setzt sich nicht zurück. Verdammt. Ach, das blaue Portal braucht keiner. Geh einfach. Nein, da war noch ein Herzteil.
Genau, naja, egal. Solange du nicht ständig in diese Gegner reinläufst, ist alles prima. Ja, perfekt auf der Treppe gelandet. Bam, bam. So. Und jetzt geht's hier rein. Kannst einfach an diesen Pilz saugen. Ja. Ja. diesen Pilz saugen, wenn man sich nicht an der Taste verdrückt. Und saugt euch dann noch an die andere Seite und schnippst euch nach drüben. Leben. Ach, bin ich gut. Macht diese Bosstür auf. Und wer ist der Boss? Dieser grüne Schleim setzt sich jetzt oben auf diesen Tempel drauf und sickert dadurch. Wie ihr seht. Und jetzt komme ich in einen Raum, wo genau das passiert. Diese Steine habe ich vor uns mit zwei Schlägen umgehauen. Jetzt bin ich nur ungefähr 10.000 Mal kleiner. Boom. Genau. Bei diesem Boss müsst ihr mit dem Krug den Standfuß wegsaugen. Aufpassen, dass ihr euch nicht erwischt beim Springen. Genau, und dann taumelt er noch etwas. Und fällt um. Ah! Und du lässt dich nur treffen. Nein, ich habe noch nicht getroffen. Genau. Falls ihr Lebensprobleme kriegen solltet in diesen Töpfen, die hier überall rumstehen, sind immer Herzen. Ihr könnt ihn natürlich auch mit dem Krug wegschießen. Was aber nicht so gut. Aber der klingt wenig. Boah. Genau, ihr schlagt ihn einfach ganz oft, wenn er umgefallen ist. Und jedes Mal regeneriert er seinen Standfuß. Und müsst ihn von neuem wegsaugen. Ah, scheiße. Voll getroffen. Rollt einfach am besten immer hin und her und lasst ihn von den Knöpfen. Schlagt ihn ganz offen und. Irgendwann fängt er dann nur noch an, nur noch zu springen. Und ihr müsst aufpassen, wann er dann genau wieder runterkommt. Diesen Dungeon hast du aber auch schon gespielt, ne? Ja, den habe ich auch schon gespielt. Wie lange hast du gebraucht, um da drauf zu kommen, dass man ihm so den Fuß wegsaugen muss? 5 Minuten. Ungefähr, würde ich sagen, weil ich habe die ganze Zeit, glaube ich, erst. Ich habe, glaube ich, erst die Krüge kaputt gemacht. Bringt dir bloß nicht. Doch, ich hatte eins abgezogen. Oh mein Gott, und er hatte jetzt gerade schon wieder was abgezogen. Ah, aber egal. Eine Riesenexplosion hat sie jetzt zerlegt. Yay. Jetzt? Haben wir das Erdelement gefunden. Oh mein Gott, du bist ja so talentiert. Du hast das Erdelement gefunden. Das hört sich eher an wie Avatar statt Zelda. Nein, ich spiele Zelda. Nein, das ist kein Avatar. Ja, los, entfessel deine bändiger Kräfte. Ihr erhaltet auch gleichzeitig einen Herzcontainer, mit dem ihr ein Herz dazu bekommt und volle Leben. In das grüne Portal, das ist nur einmal benutzbar. Es freut sich natürlich, dass wir das Erdelement gefunden haben. Genau. So, wir machen hier einen Schnitt. Und sehen uns dann im nächsten Teil von Let's Play The Legend of Zelda Diminish Cap. Ciao!